Ist das vorstellbar? Ja, das ist vorstellbar. Jede Zukunft beginnt mit dem ersten Schritt. Was wir in Wandlitz erlebt haben, fühlte sich für mich in manchen schönen Momenten an wie ein warmer Südwind künftiger solidarischer Sozialbeziehungen. Im vorliegenden Buch habe ich mich bemüht, das Aufblitzen neuer Erfahrungen im Miteinander unter das Vergrößerungsglas zu nehmen. Man mag meinem Text vorwerfen, die positiven Seiten vergrößert und die Probleme verkleinert zu haben. Na und? Wir erleben es täglich. Negative Nachrichten verbreiten sich von alleine. Das Positive, das Neue, das, was kaum einer zu hoffen wagte, das braucht unsere Unterstützung, die Verbreitung, auch die prüfende Analyse und vor allem Nachahmer. So manchen kritischen Gedanken, so manche zornige Überlegung, so manche wütende Erfahrung habe ich im Laufe des Schreibens an diesem Text wieder gelöscht, von der Festplatte und aus meinem Herzen. Es wird so viel Kritik geübt in diesen Zeiten. Es wird so viel ausgegrenzt und abgegrenzt. Uns fällt es offenbar leicht, mit dem Zeigefinger auf andere zu zeigen, während wir dabei übersehen, dass drei Finger unserer Hand auf uns zurückweisen. Eines meiner kritischen Themen in dem Buch heißt Parteien- und Willkommenskultur. Als ich mit der Wandlitzer Bürgermeisterin Ihnen, Frau Dr. Radant, über meinen Unwillen sprach, dass aus der Gemeindevertretung aus meiner Sicht so wenig Impulse zur Unterstützung der Willkommenskultur gekommen waren, machten sie mich darauf aufmerksam, das sind doch auch nur Ehrenamtler. Für einen Moment schämte ich mich. Natürlich, es kann nicht anders gehen. Jeder gibt freiwillig das, was er zu geben bereit und in der Lage ist. Jeder gibt sein Bestes. Oder wie Marshall Rosenberg, der Vater der gewaltfreien Kommunikation, einmal sagte, jeder Mensch ist bereit, Gutes zu tun, wenn es freiwillig ist. Aber jeder Mensch kennt auch Ängste. Als 7-jähriger Junge hatte ich vor allem Angst, meinen beiden großen Brüdern gleich nach dem ersten Frost auf das dünne Eis des Schlittschuhteichs zu folgen. Dünnes Eis, das geht gar nicht ohne Angst. Angst hilft uns, Gefahren zu erkennen und Gefahren zu vermeiden. Aber die Natur hat uns neben der Angst auch Mut mitgegeben. Ohne ihn wäre weder der Nord- noch der Südpol entdeckt worden, weder die Dampfmaschine noch der Computer. Mut zur Zukunft, das heißt für mich Mut zum Miteinander, Mut zum solidarischen Austragen von Konflikten, Mut zur Verschiedenartigkeit und immer wieder auch Mut, auf dünnem Eis neue Wege zu gehen. Ich freue mich auf das Jahr 2035 in Wandlitz und der Welt und auf den letzten Filmausschnitt dieses wunderbaren Films von Marc Dickgräber, mit denen ich mich heute Abend hier von der Bühne von Ihnen verabschieden will. Im Abspann sehen Sie, was wir alles noch mit Ihnen vorhaben. Sie können gerne hier bleiben, aber erstmal Mats ab für den Abschied mit den Bildern von Marc Dickgräber von dem Film von der Deutschen Welle. Um auch den letzten Wandlitzern die Angst zu nehmen, haben Oberhoff und die Leute der Bürgerbewegung gemeinsam mit den Asylbewerbern ein Fest im Heim organisiert. Seit Tagen bereiten sie alles vor und selbst das Wetter soll das Fest nicht stören. Das THW hat schnell Zelte aufgebaut. Die Asylbewerber wollen sich mit dem Fest für die Gastfreundschaft bei den Wandlitzern bedanken. Alle haben etwas Typisches aus ihrer Heimat gekocht. Und auch die Wandlitzer steuern Kulinarisches bei. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Fest. Dankeschön. Eine Klezmer-Band sorgt für Stimmung und es kommen mehr Besucher als erwartet. Wir hatten noch keinen Kontakt und waren auf dem Kontakt einfach mal neugierig, wollten
bisschen gucken, wer hier alles so herkommt, wer hier so wohnt, wie es den Leuten geht. Dann essen wir auch gerne und da wollten wir natürlich auch mal sehen, wie das alles so schmeckt. Ne? Und neben kulinarischen Treffen auch musikalische Welten aufeinander und allen gefällt's. Die Stimmung ist richtig gut, so wie letzte Woche, wo man gesagt hat, das kann doch nicht sein, dass man so gute Laune ist, wenn Rassisten da sind. Das kann doch nicht sein, dass man gute Laune ist, wenn es schlechtes Wetter ist. Aber vielleicht ist das die Wirkung des Themas. Wandlitz im Wandel. Dumpfer Rassismus und Ausländerfeindlichkeit haben hier keinen Platz mehr. Die Rechten haben ihre Unterstützer verloren. Das, was die Wandlitzer vorleben, können sie inzwischen vielen Städten und Gemeinden empfehlen. Nicht nur im Osten Deutschlands. Perfekt, oder?